Ja, hallo. Hi. Ich habe ein Video gesehen von Stuart Fillingham, also wenn das der reale Name ist. Jedenfalls heißt der YouTube-Kanal so, und der Mr. Fillingham hat ein Gerät vorgestellt zum Trockenpusten des Motorrads nach der Wäsche. Wir wissen ja alle, dass es schwierig ist, das Motorrad zu reinigen. Und ich habe mir so einen Universalreiniger besorgt, den man aufsprüht, 20 Minuten einwirken lässt. Dann soll man angeblich mit einem scharfen Wasserstrahl hinterher sprühen. Das ist ja, wird ja von vielen kritisch gesehen, von mir auch. Und ich habe einfach klares Wasser aus der Sprühdose nachgesprüht, um das Reinigungsmittel abzuspülen. Danach ist halt die Frage, wie kriegt man das Ding trocken? Man kann danach natürlich eine Runde fahren, das hilft. Aber der Mr. Fillingham hat einen Metrovac Air Force Blaster Sidekick mit 950 Watt angepriesen. Also einen Dryer, einen Puster, eine Art Laubbläser im kleinen Format, wenn man so will. Ja, und das Video hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil das Gerät also in richtiger amerikanischer Qualität gefertigt ist, also mit Metallgehäuse, ziemlich schwer, massiv ausgeführt. Erinnert so ein bisschen von der Qualität an die KitchenAid, diese große Küchenmaschine. Die ist ja auch aus dem Ganzen gefeilt sozusagen. Naja, wie auch immer, ich habe da ein bisschen rumrecherchiert. Man kann also dieses Gerät glücklicherweise auch in Deutschland erwerben. Ich habe es über die Firma Carparts in Köln geschafft, das zu bestellen. Gut, ich überlasse es euch, die Preise zu recherchieren und so weiter. Jedenfalls, ich schalte mal um. So, jedenfalls kam also in einer gut umverpackt mit dicker Polsterfolie von Carparts dieses Paket. Und ich habe die Ausführung mit den Zusatzschläuchen bestellt. Und da war ich erst ein bisschen skeptisch und habe gedacht, boah, das kostet so viel Aufpreis gegenüber der reinen Maschine. Hoffentlich, ja, das ist der richtige Schritt. Wir sehen hier als erstes genau das, was dieses Paket teurer macht. Und zwar diesen Schlauch hier. Und das ist kein billiger, stinkender Mist. Also das Ding, ich habe vorhin schon dran gerochen. Das ist weitestgehend geruchsneutral. Und vor allen Dingen, man kann das jetzt hier wahrscheinlich schlecht sehen, aber es lässt sich ausziehen, zieht sich wieder zusammen. Es ist also kein steifer Schlauch. Es ist wahrscheinlich eine Metallfeder eingearbeitet, sodass man an dem Ding ziehen kann und wieder zurückgehen lassen kann, ohne dass man ständig über den Schlauch stolpern würde. Also davon gehe ich mal aus. Also das ist eine richtig gute Qualität, soweit ich das im Moment beurteilen kann. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Und als ich diesen Schlauch gesehen habe, habe ich gedacht, da mache ich ein Unboxing, weil das ist sicherlich auch für andere interessant. So, was haben wir hier? Das sind die englischen Hinweise zum Gebrauch. Und da gibt es sogar hier eine Art, weiß nicht, Anfragekarte, Registrierung. Register your guarantee. Ja, gut, muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt mache. Muss man mal sehen. So, das ist also dieses eine Paper. Mit ein paar technischen Daten noch. Die Amis geben ein Jahr Garantie. Allerhop. So, jetzt kommen wir hier
zu weiteren Zubehör. Da haben wir hier also übrigens nochmal großes Lob an die Firma Carparts, dass also dieser Originalkarton hier, dass der nochmal in einer guten Umverpackung war. Und der war auch ein bisschen verdellert, dieser Umkarton. Also das haben die schon völlig richtig gemacht. Das war eine sehr gute Idee. Gut, schauen wir mal, was das hier ist. Da haben wir hier ein Wandhaken, interessant. Eine zusätzliche Düse. Und wir haben noch eine Düse. Sehr schön, kann man es erkennen. Ich schaue mal auf. Hier so eine klassische Staubsaugerdüse, würde ich mal sagen. Und ein Tragegurt, dann kann man sich das Ding umhängen, kann schön um die Maschine rumgehen. Und alles trocken pusten. So. Das ist das. Okay, was haben wir noch? Das ist ein Schutz für den europäischen Stecker. Jawohl, steht auch außen auf dem Karton, ist die europäische Variante. So, und hier haben wir das Prachtstück. So, da kann der ganze Karton mal weg. Da ist nichts mehr drin. So. In den USA arbeitet man gerne mit Knoten. Warum nicht? Kann man die Tüten weiterverwenden? Na komm schon. So. Naja, Plastik. Weltmeere und so, scheiße. Naja. Okay, aber auf der anderen Seite, naja, man hätte Papier nehmen können oder Pappe, um die Sachen einzupacken. Aber wie sagt man doch so schön, hätte Fahrradkette. Ich kann es nicht beeinflussen, leider. So. Jetzt haben wir hier ein richtig langes Anschlusskabel, was natürlich sehr zu begrüßen ist. Und auch dieses Anschlusskabel macht einen sehr guten Eindruck. Es ist also nicht so ein steifes, minderwertiges Material. Das ist richtig gut und es geht auch schön auf, wie man sieht. Es ist also nicht so extrem in sich verdrillt. Also das ist schon mal ganz super. Das gefällt mir sehr gut. Okay, schauen wir uns das Ding mal an. Hier unten wird die Luft angesaugt. Hier ist der Luftfilter. Da sollte man natürlich immer aufpassen, dass der nicht zugesetzt ist. Wir haben hier sogar Juli 19 Herstellungsdatum markiert. Das ist Stahlblech, würde ich mal sagen. Drei Füßchen dran, super guter Handgriff. Und hier erinnert auch an die KitchenAid. Ein schöner, richtig massiver Ein-Ausschalter. Und hier ist das Modell beschrieben, also ist jetzt auch für 230 Volt, 50 oder 60 Hertz, 4 Ampere, 950 Watt, gefertigt in Oakland, New Jersey. So, okay, das ist er, juppie. Jetzt geben wir dem mal hier Spannung. So. Und ja, jetzt sage ich mal Achtung, ich gehe mal hier ans Mikro.
ich glaube, der würde hier jeglichen Staub in der Bude aufwirbeln, mein lieber Freund. Da. Ja, riecht nach frischer Elektrik. aber das Ding hat Power. Beim Einschalten merkt man. Achtung. Ach, da kommt schon Papierhund weggeflogen. So, cool. Ja, super. Also, grandios. Das Ding hat richtig Power. Beim Einschalten merkt man gleich das Drehmoment, wenn der Motor anläuft. Also cool, sehr cool, gefällt mir sehr gut. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, an dem Ding werde ich lange Spaß haben. Und sollten sich irgendwelche negativen Dinge ergeben, dann werde ich das auch hier im Kanal dann besprechen. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich freue mich drauf, das Ding in Einsatz zu bringen. Und ja, wünsche euch always safe ride und sag mal tschüss.